Heute zahlen die Menschen 60% der Gesundheitsleistungen selber aus ihrem Portemonnaie. Und das noch völlig unabhängig davon, wie reich oder arm sie sind. Weil ein Manager genau die gleiche Prämie zahlt wie der Verkäufer. Das ist doch nicht okay. Und was ist das Problem? Die Gesundheitslobby, die Pharmalobby, die derart stark ist. Ein konkretes Beispiel. Alain Berset hat damals noch als Gesundheitsminister eine Vorlage ins Parlament gebracht, wo die Medikamentenpreise um Hunderte von Millionen gesenkt werden könnten. Ein SVPler hat es verhindert. Das Geld zahlt am Schluss jemand, nämlich Prämienzahlerinnen und Prämienzahler. Und wenn der Bund und Kantone wieder mehr davon übernehmen müssen, dann schafft das auch Anreiz, dass die Politik endlich genau anschaut, wo man überhöhte Medikamentenpreise zahlt, wo es Abzug gibt, und die gibt es, und dass man dort endlich die Kosten entgegen. Also das ist